Und jetzt bin ich sogar super, super, super top aktuell, denn heute Morgen gab es in Brüssel bei der EU eine wichtige Abstimmung zu der Frage, soll eine bestimmte gentechnisch veränderte Maissorte in der EU zugelassen werden, ja oder nein? Naja, habe ich gedacht. Ja? Das ist jetzt ja nicht groß die Frage, weil was sagt unser Landwirtschaftsminister Friedrich zu dieser Maissorte? Was sagt er? Nein, sagt er. Und was sagt die CSU unentwegt zur Gentechnik auf den unschuldigen bayerischen Äckern? Nein, sagt sie. Ja, und was hat doch der SPD-Parteitag im Januar eindeutig in der Frage gefordert? Nein, hat er gefordert. So, und wie hat Schwarz-Rot heute Morgen in Brüssel abstimmen lassen bei der Frage? Enthaltung. Ja, weil die Merkel das will und ihren Freunden aus der Industrie verpflichtet ist. So, und kommt jetzt diese Genmaissorte in Europa? Ja. Ja, und gab es nicht im Koalitionsvertrag einen Satz, in dem steht, Sie werden die Sorgen der Bürger in dieser Frage ernst nehmen? Ja. Und was heißt der Satz in der Praxis? Ha? Nein. Ja.